Guten Morgen. Hinter mir seht ihr die Eisblumen am Fenster. Es ist sehr, sehr kalt heute Morgen. Deshalb mache ich auch dieses Video, weil es geht um diesen Teelichtofen, den ich heute ausprobieren möchte. Ich habe hier eine Flasche, die ich im Auto vergessen habe. Und die ist zu Eis gefroren im Auto. Und deshalb ist mir das eine genügende Temperaturangabe. Denn ich habe keinen Thermometer, um jetzt die Temperatur hier drinnen wirklich messen zu können, um genau zu sagen, welche Temperatur das herrscht. Aber es gibt gerade noch ein bisschen Hauch. Wenn ich hauche, gibt es noch ein bisschen Rauch oder Dunst. Es gibt gerade noch ein bisschen Dunst. Wenn ich hauche, also nehme ich an, ist es um die 0 Grad herum. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich zünde diesen Teelichtofen jetzt an, weil ich erfahren möchte, ob dieser Ofen reicht. Wenn ich mit dem Auto im Herbst und im Winter unterwegs bin und darin schlafe, um am Morgen einigermaßen warm aufzustehen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das teste. Und ich möchte auch wissen, ob es für abends reicht oder wenn ich hier drin am Laptop arbeite, ob ich dann warm genug habe mit diesem Teelichtofen. Ich zünde ihn jetzt an. Sobald ich das Feuerzeug gefunden habe. Ja, es ist halt immer so, wenn man was braucht, hat man es nicht dabei. Ich muss schnell rein und ein Feuerzeug holen. Also, das Auto sieht jetzt so von außen aus. Es ist sehr kalt. Ich gehe jetzt rein. So, dann zünde ich den Ofen jetzt mal an. So. Und dann warte ich. Ja, jetzt schaue ich mal, wie lange das braucht, um warm zu werden. Ich wäre sehr. Es ist meine Hoffnung, dass dieser Teelichtofen reicht, um dieses Fahrzeug zu heizen. Ich möchte eigentlich kein Gas hier drin. Wenn es nicht funktioniert, müsste ich mir das halt als Option doch überlegen. Aber am liebsten wäre es mir, es funktioniert einfach mit diesem Teelichtofen, dass man hier ja zwar warm angezogen, aber doch dann gemütlich hier drin sitzen und arbeiten könnte. Das wäre eigentlich das Ziel.
Und ja, ich gehe jetzt mit meinem Hund raus und das ist hier in der Nähe natürlich. Ich bleibe in der Nähe und werde dann sehen, wie lange es braucht, um ja auf eine angenehme Temperatur zu kommen. Also ihr seht schon, hier gibt es noch wirklich Mundhauch, wenn ich spreche. Also es ist wirklich kalt. Meine Finger frieren auch langsam ein. Und ich mache mich jetzt vom Acker und schaue dann in ein paar Minuten wieder, wie sich die Wärme hier drin entwickelt. Ich habe, wie gesagt, kein Thermometer, aber ich denke, ich kann das ja dann schon beurteilen vom Wohlfühlgefühl her, den ich dann hier drin, dass ich dann hier drin habe oder nicht. Ja, bis bald. Also, ich bin jetzt nach einer Viertelstunde, 20 Minuten bin ich jetzt zurück und es reicht jetzt, um die Hände daran zu wärmen. Also, es brennt jetzt schon 20 Minuten und die Wärme, die es abgibt, ist jetzt so in diesem Umkreis zu spüren. So, wenn ich so etwa diese Distanz und dann spürt man die Wärme aber auch schon wirklich gut. Im Raum selbst kann ich noch nichts wahrnehmen, dass es hier drin jetzt wärmer geworden wäre. Mein Atemhauch ist immer noch relativ stark, aber ich kann mir vorstellen, wenn man dann wärmere Hände hat, wenn die nicht mehr so kalt sind, dass man sich dann gesamt auch nicht mehr so kalt fühlt. Das kann ich mir vorstellen, dass das doch hilft. Also, das sind jetzt 20 Minuten und es reicht also noch nicht, um hier drin gemütlich zu sein. Ich habe natürlich auch eine dicke Winterjacke und einen Pullover an und ich sitze jetzt hier auch auf einem, ja, eigentlich auf meinem Bett, das ich hier zusammen gefaltet habe. Hier drunter seht ihr die Matratze, das Grüne. Das ist meine zusammengefaltete Kapok-Matratze, die ich hier drin habe. Die kann ich einfach auseinanderklappen und mit einem Kissen auf dem umgeklappten Sitz habe ich dann auch die Schlaflänge, die ich brauche. Und das klappt ganz gut, muss ich sagen. Ich habe sehr gut hier drin geschlafen, vorausgesetzt, die Wärme stimmte. Also wenn ich einen Schlafsack habe, der bei Minusgraden auch noch gut geht, also genug wärmt, und eine Wärmflasche mit im Schlafsack habe, dann geht es wirklich gut, um hier drin zu schlafen. Ich finde es wirklich auch gemütlich mit dieser ja, ich finde es auch wirklich gemütlich mit dieser Blumentopfheizung oder Teelichtheizung. Man könnte sie auch hinstellen. Ich habe sie so gekauft, dass ich sie auch hängen kann, weil das in einem Auto einfach noch Sinn macht, da ich sowieso sehr wenig Fläche habe, um was hinzustellen. Es ist ja nicht ein Bus, das ist ja immer noch einfach ein normaler PW, in dem ich hier hause, wenn ich unterwegs bin. Und deshalb ist mir die Aufhängung eigentlich war mir wichtig. Um es zu verstauen, wenn ich fahre, habe ich hier
diese Kiste, da ist die Batterie drin, die Solarbatterie. Und hier, oh. Und hier dieses, dieser Schal und die Tasche und all das ist dafür da, um die Blumentopfheizung zu versorgen während der Fahrt, dass sie nicht kaputt geht. Jetzt habe ich langsam das Gefühl, es wird angenehmer hier drin, aber noch weit weg von einem wirklichen Wärmegefühl, dass man sagen kann, doch, jetzt ist mir warm und kuschelig. Das ist also leider noch nicht der Fall. Ich würde es mir ja wirklich auch wünschen, dass es funktioniert mit dieser Heizung, weil ich, wie gesagt, eigentlich gerne nur diese Heizung im Auto hätte. Also, ich bin gespannt, ich warte weiter. So, jetzt bin ich wieder in der Wärme und ich habe knapp eine Stunde draußen verbracht im Auto und es war bis zuletzt nicht warm, wirklich warm geworden. Es kann sein, dass es 2 Stunden braucht oder 3. Das ist möglich, dass es dann langsam auch wärmer wird. Aber ich muss ehrlich gestehen, so lang möchte ich nicht warten müssen, wenn ich im Auto arbeite oder zum Einschlafen noch ein bisschen warm machen möchte oder halt zum Essen warm haben möchte. Das geht mir dann wirklich zu lange. Und von daher, mein Fazit ist einfach dieses. Dieser Ofen ist wunderbar, um eine schöne, kuschelige Atmosphäre zu schaffen. Aber um zu heizen, muss ich mich weiter umschauen. Für den Kangoo, für meinen Minivan reicht dieser Teelichtofen leider nicht aus. Ich habe es wirklich sehr gehofft, weil ich dachte, ich habe mein Heizproblem damit gelöst. Aber wenn ihr irgendwelche Tipps habt, die nicht am Strom hängen und auch nicht unbedingt Gas sind, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir diese Tipps unten in die Kommentare schreiben könntet. Oder wenn ihr mir sonst Tipps habt für meinen Minivan, da wäre ich sehr dankbar darum. Danke, tschüss. Wir kommen woher und gehen wohin. Es ist doch nicht schwer, im Vertrauen zu sein.